Hey Leute, willkommen zurück bei Valheim. Ja, den Weg müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie gucken, dass wir den besser hinbekommen. Das ist eine Achterbahnfahrt hier. Ich habe hier noch ein bisschen das Dach hingezimmert. Okay, unten raus kommen wir auf jeden Fall nicht mehr. Na stimmt, hier waren ja doch die Kobolde. Ich habe wieder was zu speisen für euch. So. Hier müssen wir tatsächlich mal schauen, wie wir es machen. Kann man denn auch... Lass mich mal kurz was versuchen. So, man bräuchte man tatsächlich auch einen eckigen Weg. Natürlich, jetzt wo ich ganz hinten bin. Habe ich natürlich wieder kein Holz mehr. Wegen 3 Kilo. Erstmal einen Stapel Steine weg. Stimmt, die Löwenzahn können wir auch mal mitnehmen. Die kann man nämlich auch anpflanzen. Sieht auch ganz cool aus. Lass mal ausprobieren. Vielleicht zieht immer hier noch eine Reihe rein. So wäre es natürlich am passendsten. Aber dann ist natürlich die Frage, wie. Machen wir das am schlausten. Sagen, das gucken wir uns morgen an. Und gehen jetzt erstmal knacken, bevor es wieder zu dunkel wird und ihr zuletzt nichts seht. Sprint ich doch mal schnell ins Bett. Tag 189. Das
Schon echt Wahnsinn, wie lange wir hier nun schon Valheim spielen, Freunde. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Problem hier irgendwie lösen können. Okay, es ging überraschenderweise einfacher als ich dachte jetzt. Wobei ich sogar eh nur noch maximal ein Stück bauen würde fürs Dach. Das machen wir am besten wieder, wenn wir so anfangen. Irgendwie so hätte ich es mir vorgestellt. What? Okay, jetzt bin ich kurzzeitig verwirrt, Freunde. Was denn überhaupt? Es ist ja ein Loch drin. Loch will ich auf keinen Fall haben. Aber kein Loch und... Naja, okay, es sieht gar nicht so blöd aus, wie ich dachte. Wir haben dasselbe Spielchen hier noch. Ach so. Ja, haha. Logisch, weil es ja breiter wird. Ja. Einmal müsste es doch noch gehen, oder? Ich dich da einsetzen. Dich dahin. Ja, dann machen wir es so. Das ist der Abschluss. Ach so, ja. Ach stimmt. Da fehlt es ja noch himmelweit. Auf der anderen Seite. Das müssen wir dann machen. Die Ecken sind nämlich ein bisschen tricky. Hä? Nee, ich will dich. Also, danke. Ja, was wollte ich sagen? Genau, die Ecken sind ein bisschen tricky. Stimmt, da kommt man ja wieder nirgends raus. So, wo sind jetzt überall Ecken?
Aber so habe ich es ehrlich gesagt nicht gemeint, oder? Nein. So meine ich es definitiv nicht. Es hat auf der anderen Seite doch auch geklappt. Wo habe ich das Netz hingebaut? Ehrlich. So kann man es tatsächlich noch lassen. Sieht sogar recht symmetrisch dann aus. Ach ja. Stimmt, dann müssen wir es so anbringen. Dann da oben. So. Gucken, ob es überall passt. Okay. Ja, Hunger haben wir natürlich auch schon wieder. Was ich überfresse, das ist echt der Wahnsinn. Wir haben uns eine kleine Wildschweinzucht angelegt. So, das Einzige, was jetzt fehlt, bist du. Das kriegen wir doch wohl auch noch hin. Das wäre doch gedacht. Aber es kann ja nicht sein, dass das jetzt schon passt, oder? Doch, tut's. Sehr gut. Die Sonne des Todes. Und jetzt könnte man rein theoretisch noch aus. Scheiße. Ich könnte es einfach so machen. Dann ist es halt. Ja. Wobei es jetzt schon ein bisschen übertrieben aussieht, aber. Aber hey! So, in Gottes Namen.
Dann machen wir es doch einfach so. Genau. So sieht es doch ganz schick aus, würde ich meinen. Gut, Freunde. Dann hier hätte ich tatsächlich die Blumen oder einen Teil der Blumen angebracht. Immer noch am Überlegen. Jawohl, nee, höher machen wir es nicht. Was höher macht, hätte man zwar eine bessere Aussicht, aber dann wäre die Sonnenuhr tatsächlich in Gefahr. Das wollen wir auch nicht. Achteinhalb Minuten habe ich noch, okay. Blumenwiese. Seitdem ja immer automatisch das, was die Eltern sind. Da kann kein Stern rauskommen, oder? Nö. Nee. Oh, ihr habt schon wieder alle Pilze gefressen, ne? Dann mal gucken, ihr müsst ja, glaube ich, die Beeren auch essen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, komm. Also, ich habe nicht mehr Platz, dann fütter mal die Wildschweine mal mit den Bären, falls es geht. Ich bin mir selbst unsicher. Ja. Okay. Nachdem sie sich alle drauf stürzen, war es wohl richtig. Hier könnten wir da rein theoretisch ein bisschen höher bauen. Der Weg geht halt gar nicht. Da wäre man fast schon mit einer Treppe besser dran. Ach, der übliche Kandidat fehlt wieder. Steinmetz, wo habe ich dich hin? Nein. Nein. Ach, den hat mir der Kobold kaputt gehauen. Nee. Natürlich, der Freund Kobold. Freund Nase. Dann könnten wir eigentlich auch so eine Treppe runter machen. Und hier es wieder eben laufen lassen. Dann kann man hier so eine Blumenwiese machen. Und hier in die Mitte mache ich dann ein schönes Gehege für die Wildschweine. Ja, ich glaube, so machen wir es, Freunde. Was brauche ich denn für ein Steinmetz? Zwei Eisen. Müssten wir rein theoretisch hier noch drin haben. Oder auch nicht. Eisen. Eisen. Irgendwo habe ich doch noch. Sag mir bitte nicht, ich habe kein Eisen mehr. Gott sei Dank. So, den haben wir aus, Junge. Jetzt immerhin den. Das ist hier nicht möglich. Und hier ist wieder keine Werkbank. Alter, ich flippe aus. Ich flippe einfach nur aus.
So, jetzt. Jetzt ist das Problem, das dann bündig zu treffen. Alter, heute geht's mir schon wieder auf den Sack. Hab ich wieder keinen Stein dabei. Ein bisschen weiter runter. Muss ich noch mal runter? Nee, was ist jetzt mit dir hier? Weg da. So. Hier haben wir noch eine Handwerksstation. Ja, ich glaube, so sieht's fast besser aus, oder Freunde? Auf dich hier. So. Jetzt bin ich wieder zufrieden mit dem Weg. Und so kann ich jetzt auch ins Bett gehen. Wenn ich die beiden hier noch weggerissen habe. Ja. Und die beiden auch. Ja, Freunde, so seht ihr mal wieder, man kann für alles kommt man auf eine Lösung. Ja, 100-mal besser. So, dann gehen wir in die Falle und beenden die Folge heute wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine Bewertung da. Und ihr könnt mir jederzeit was in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, was ich bauen soll, was ihr gern sehen wollen würdet. Würde mich echt mal interessieren. Von dem her, ich hoffe von euch zu hören und macht's gut. Euer Stevie B. Ciao.